Ne, die sind starr. Ich will doch nur weiterkommen. Lüb ich hier nicht voll. Ey, ist gut. Wem haben wir auf links gezogen? Ei, 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 ei. Ja. Au. Oh, oh. Oha. Au. Der ist doch gar nicht mal so schlecht. Bleib hier. Ich brauch die wahrscheinlich nur. Geh mir nur nicht kaputt. Okay. Oh. Okay, ich muss mal nach Plan B ausschalten. Scheiße. Kann ich dir davon nichts wegnehmen? Mann! Geh auf, geh auf, geh auf! Oder gibt's hier vielleicht. Oh, oh, oh! Aha, aha, aha. Ich war die ganze Zeit auf dem falschen Weg. Oder auf dem Holzweg heißt das ja, ne? Sag mal! Bist du bescheuert oder was? Ich hab eine Zwiebel, ey. Arschloch. Was ist das? Echt mal im Kopf, ne? So. Fällst du runter? Schwein gehabt. Jetzt nehmen wir so viel. Bums! Ah, die Waffe ist schon ganz cool, echt. Gefällt mir sehr gut. Was ist das? Aha. Gibt es irgendwo einen Knopf, den ich drücken kann? Geh weg. Die Säge haben. So. Jetzt tat ihr nicht weh. Oder nicht weh genug. Boah, wenn das immer mal so einfach wäre. Das wäre so geil, wenn man das Zimmer umstellen wollen würde. Man hat das Gerät, ne? Aber nee. Habe ich das da oben reingeschmissen, das Sägeblatt? Also ich wäre ein bisschen stolz. Aufpacken. Okay. Schusch! Okay. Moment, Moment. Bleib stehen! So. Penner. Okay. Couch wegstellen. Hast du gerade was gehört? Nee. Ich hätte den Headcrab gehört. Nein. Geh erstmal hier lang. Huh. Huh. Scheint aber nichts zu sein. Also wirklich so rein gar nichts. Finde ich gut. Gefällt mir. So, dann jetzt weiter. Ich nehme mal so ein Komödchen vor, jetzt habe ich mit, ne? Ich dachte, da wäre jetzt einer drin. Okay. Habe ich verstanden. Kann man nicht im zusammengebauten. Scheiße, was ist das denn? Ich kenne euch nicht. Neue Gegner. Daneben. Hä? Hör auf zu leben. Ihr seid ja echt ekelhaft. Ich dachte, die Kleinen wären schon ekelhaft, ne? Ich finde schon noch eine Spur ekelhafter. Das war's jetzt aber, ne? Nur ihr beide. Gut. Und. Nein. Nee. Tja. Strom ist auch sehr gut. Jetzt komm ich bestimmt noch raus. Couch steht da nach wie vor, interessiert mich aber nicht.
Und Runde! Bier eine Runde! Fuck, fuck. Okay, hallo. Bitte? Was? Alter, der hätte mir alles abgezogen, bis auf eins? Das ist krass. Okay. Gut zu wissen. Ihr Penner, ey. Ihr blöden Penner. Arschloch. Wo rennst du hin, hä? Wo willst du hin? Feiges Viech. So geht das nämlich. Oh nein, nein! Hauptsache weg. Wo bist du? Irgendwo war hier doch gerade noch einer. Da! Stirb! Die sehen eigentlich genauso aus wie die anderen Headcrabs, sondern nur mit längeren Beinen und in schwarz. Ah, okay. Die liegt der nicht so ganz glückliche Kollege. Oh. Achso, okay, jetzt weiß ich wenigstens, was das eine Fenster da auf sich hatte. Das nächste ist mich hier wahrscheinlich gleich bei den Brettern. Hey. Gut gemacht, Bruder. Nutze meine Fallen, aber pass auf, dass du nicht selbst in eine gerätst. Pass auf, Bruder, hinter dir! In Danke. Ravenholm musst du auf der Hut sein. Sind wir schon in Ravenholm? Nee, oder? Gut. Keine Physik-Engine hierfür, das ist sehr schön. Okay. Ich höre da was und ich sehe da was. Ey, was geht? Was geht? Oh. Das sieht mir alles nicht! Scheiße, lebt er doch! Ich dachte, der wäre schon längst tot. Schön aus Luftgefisch aus Versehen. So. Okay, hier ist keine Gefahr in der Dunkelheit, das ist schon mal echt gut. Okay. Ja, komm her, komm her, komm her. Plötsch! Au! War ich zu langsam, ist in Ordnung. Jawohl. So. Oh! Nächste Falle. Ey, ihr Penner, hier bin ich. Raffen die nicht. Na, vielleicht krieg ich die beiden platt. Dankeschön. Ich will immer auch mal von so einem Wagen nach oben tragen lassen, ne? Da gibt's ja was Tolles. Will ich zwar jetzt erstmal bezweifeln, aber man weiß ja nie. Da ist Fire. Es sollte, glaube ich, am Leben bleiben. Gut, die Frage ist jetzt nur... Was soll ich hier jetzt tun? Die Tür öffnen? Nee, natürlich nicht. Zwei Autofallen. Ah, es ist... Oh. Ich muss das sogar wohl offensichtlich tun, das, was ich nur Spaß gesagt habe. Oder oben tragen lassen. Dann bringe ich das auf jeden Fall nicht weiter, aber hier du schon. Du wirst immer besser. Ich bin Bruder Grigori. Du kennst ja schon meine Gemeinde. Was kenne ich? Aber eine coole Lache.
Oh, ein Speicherpunkt. Ah, ich überlege gerade, soll ich jetzt hier Schluss machen für heute? 1:15 haben wir jetzt gleich auf der Uhr. Ja, komm, wir hören jetzt hier auf für heute. Lass wir erstmal nochmal später. Ja, wobei ich kann während der Schnellspeicher eigentlich jetzt hier nochmal. Ach so. Natürlich, der muss jetzt mal schnell speichern, bevor er normal speichern kann. Na gut, ich nehme noch eben mit. Oh, war daneben, ne? Oh, war daneben. Nee, du hast mich getroffen. Ja gut, ich dachte, bei jedem Schlag habe ich nur noch einen Energiepunkt. Ach, du bist es, Bruder. Verzeih. Na, ist ja nichts passiert. Meine Kugeln sind dein geringstes Problem. Ja, aber ganz schön viele Außenpenner. Hätte ich nicht gedacht. Alter, jetzt ist aber auch langsam mal gut. Also ohne Scheiß, wie oft habe ich den jetzt getroffen? Habe ich nicht mein ganzes Magazin drauf, den drauf geballert? Oh ja, das habe ich. Ey, will ich verarschen. Ah, ich glaube, ich habe den vom Kopf geschossen, kann das sein? Gucken wir uns das mal eben an. Okay, die Leiche ist leider verschwunden. Aber ich meine, ich habe den vielleicht sogar die Hepcap vom Kopf geschossen. Deswegen lebte die jetzt nämlich hinterher noch. So, Frage ist trotzdem, wo muss ich überhaupt hin? Kann ich hier einfach durchs Fenster? Ah! Ah, komm. Fuck! So. Oh, das ist eigentlich, glaube ich, ganz geil. Das Auto muss explodieren. War, glaube ich, schon relativ effektiv. Bums. So. Problem ist nur, das ist jetzt hier so ein bisschen zu verworren. Niemals. Niemals! Arschloch. Sau Penner. Sonst noch jemand hier? Schön. Deswegen will ich dann zumindest einen Schnitt dort machen, wo ich definitiv auch weiß, wo es weitergeht. Und da geht es lang, da geht es lang. Die mache ich aber nochmal eben kaputt. So. Gehen wir mal nochmal da hinten. Ach, ich kann jetzt natürlich nicht mehr rennen, weil ich ja die Taschenlampe anhatte. Aber sieht gut aus. Hier können wir nicht weiter. Das ist die andere Seite, wo wir wahrscheinlich schon mal vorstanden. So. Bisschen früher, dann kann ich auch gut aus der Luft fischen. Ja, die sollten wirklich mal, glaube ich, wäre echt eine coole Idee, wenn die den mal von, die ersten beiden Teile von Half-Life komplett remaken würden. Das wäre echt eine feine Sache. Ja, hier nochmal eben den Kram hier kaputt. Was ist bei dir aus? Wollte ich langsam brennen? Oh, das war nicht so clever, vor allem weil hier Scheiß rauskommt. Kleine Rende Feuerball. So. Toll, wie krieg ich dich jetzt aus? Bitteschön. Ah, die Nase juckt. Aber egal, komm. Hier machen wir dann jetzt wirklich Schluss. Ich stelle mich extra nochmal davor, damit ich weiß, aha, da muss er gleich rein. Ne, gut, also ein bisschen was haben wir heute auch wieder geschafft. Vor allem, wir haben jetzt endlich haben wir jetzt Eli mal erreicht. Überschreiben wir den hier. Wir haben jetzt auch eine geile Waffe bekommen mit dem Gravitron und haben jetzt auch mal ein anderes, also eine andere Umgebung vor Gesicht gekriegt. Weil vorher, ich sag mal, so dieses Prärieartige, wo dann noch die Kanalisation und sowas mit drin war, also dieses sehr braune. Jetzt ist es eher städtisch und urban, was mir persönlich eigentlich ziemlich gut gefällt. Aber gut, nächstes Mal geht es auf jeden Fall hier weiter. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ich freue mich aber schon drauf, weil bisher ist das Spiel echt cool. Es macht echt Spaß. Gut, dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schön was auch immer. Ich speichere jetzt hier nochmal ab, weil das Feuer gerade weg ist. Ja, habt ein schönes Wochenende. Samstag haben wir heute. Wo bis ihr ja seht, ich weiß nicht, was für ein Datum wir dann haben. Ich werde heute auf jeden Fall ja mich gleich erstmal an Metal Gear Solid 3 schmeißen. Das Video, zumindest das, was ich schon aufgenommen habe, fertig rendern. Und dann den ganzen Tag Get Even zocken.
Weil du weißt, das Spiel ganz geil und ich will ja die Platin-Trophäe haben, um nicht allzu schwer zu sein scheint. Und mein Gott, das ist das 12. Mal, dass ich heute gegähnt habe. Aber ist ja nicht schlimm. Und ich denke mal, ich kriege heute die Platin-Trophäe für Breaking Even und kann dann ein neues Spiel starten. Was es wird, mal gucken. Ich weiß nicht. Aber werde ich euch ja eh Bescheid sagen, weil ich glaube, ich habe ja bei meiner privaten Kacke voll. Also, ne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.